Seit 50 Jahren tanzt das Stuttgarter Ballett an der Weltspitze. Kultur 21 fragt nach, was diese Kompanie eigentlich so einzigartig macht und zum Wunder von Stuttgart. Hier irgendwie in Stuttgart ist irgendetwas, ich weiß nicht, was das ist. Überspitzt gesagt, hat es schon eine gewisse Magie, dieses Haus. Natürlich gibt es Geister. Es ist ein kleines Geisterhaus. Und was Stuttgart gemacht hat, für unsere Ballettwelt, ist unglaublich. Und es hat angefangen mit John. 1961. Der Brite John Cranko wird Direktor. Er geht durch. Und du, wir müssen es aus... Nee. Wir müssen sehen. In nur wenigen Jahren gelingt John Cranko das Stuttgarter Ballettwunder. Bis heute ein Kraftquell für die internationale Tanzwelt. Ich glaube, dass diese Magie von Cranko, dass das irgendwie noch hier in den Mauern steckt. John Cranko ist kein Gott. John Cranko war ein fantastischer Choreograf. Ein ganz großer Wunsch von mir wäre, wenn es die Möglichkeit gäbe, würde ich gerne einen Tag mit John Cranko verbringen. Und mich würde wahnsinnig interessieren, was er über seine eigene Arbeit zum jetzigen Zeitpunkt denken würde und was er auch jetzt über die Company denken würde. Was sehr wichtig ist für mich und was sehr wichtig war für John, ist das Narrenneuer. Was bringt man, was Neues ist? Nagelneu in Stuttgart ist dieses Stück von Christian Spuck. Ist natürlich auf der Hand, dass so ein Werk wie Leons und Lena von Büchner nach wie vor wahnsinnig aktuell ist, meiner Meinung nach. Und wir haben sicherlich in der Produktion versucht, so kleine Links ins 21. Jahrhundert zu setzen. Das ist einmal die etwas überdrehte Darstellungsform, die ja auch das Handlungsballett an sich so ein bisschen auf die Schippe nimmt, also nicht so ganz ernst nimmt. In einer übertriebenen Art und Weise mit der typischen Ballettpantomime umgeht, die Ballett an sich auch ein bisschen verölt und nicht ganz ernst nimmt. Ich glaube, die Geschichte ist alt, natürlich. Ich meine, das ist ja keine Frage. Aber ich glaube, das, was Spuck damit gemacht hat, das ist neu. Leons und Lena von Spuck passt besser zu unserer Generation und ist jetzt lustiger als damals, als es geschrieben von Büchner war. Also ich finde, es ist lustig. Ja. Ballett machen, das ist nicht immer lustig, sondern harte Arbeit. Fördern und fordern ist die Devise in Stuttgart und ein sicheres Gespür für Talent. Als ich mit Christian zusammengekommen bin, er hat erst seine Anfänge gemacht. Aber irgendwie, da hinten habe ich gedacht, wow, der Junge hat was. Und guck mal, unser Christian, jetzt wird Ballettdirektor in Zürich. Wir sind alle so stolz. Ich habe immer geglaubt an Marco und an Christian. Marco Goetje, Avantgarde, wow. So etwas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Wir müssen diese Junge fördern und fordern, der hat was. Und jetzt, interessanterweise, der ist überall in der Welt zu sehen. Ja. Marco, der hat so viele Jobs, der kann sie nicht alle annehmen, ja? Weil der ist der It-Boy. Jetzt im Moment, ja. Wenn ich jetzt wie Cranko choreografiert hätte, das wäre ja unerträglich. Das ist ja vielleicht auch der Verdienst von Anderson, dass er diese Arbeit in so einer klassischen Kompanie, dass er diese Arbeit möglich gemacht hat. Das wäre nirgendwo sonst passiert auf der Welt, in einem so klassischen Haus. Wir müssen immer kreieren, kreieren, kreieren. Und deshalb glaube ich, dass wir bleiben aktuell und wir bleiben am Leben eigentlich. Und das ist, was wir feiern wollen, dass überall in unserer Welt sind wir seit Jahrzehnten, nicht nur die 100, die jetzt hier sind, die Tausende über 50 Jahre, wir sind irgendwer. Und Stuttgart, gibt es ein paar Sterne in Stuttgart, ich weiß, Mercedes und so. Aber in unserer Welt, das Ballett ist ein Stern.
Und es ist immer ein Stern geblieben in unserem Balletthimmel.